70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche nicht. Was geht? Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es los mit einem neuen Projekt. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen. Ich werde mich jetzt umdrehen. Es ist geisteskrank, diesen Roller, der ist eigentlich schon sehr krass. Müssten wir theoretisch nicht noch machen, außer ein paar Kleinigkeiten, werden wir aber trotzdem. Deswegen, herzlich willkommen zum Part 1 des MBK Booster Winterprojekt. Schaut euch dieses Schmuckstück an. Es ist schon geil, also der Koffer und so, das ist schon hart, ne? Hier, schöner Kofferschleifer. Hat der auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das wird er bei uns auf jeden Fall sehen. Für 500 Euro gekauft. Hier sind so ein paar Kleinigkeiten. Das zeige ich euch später nochmal. Wir gehen jetzt tanken und dann holen wir Jakob ab. Der Bre, den hole ich jetzt von der Schule ab mit dem Roller. Und dann geht's los, Baby. Ach du Scheiße. So. Tank ist echt voll. Sauber. Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt für 2 Euro getankt, ja, okay. Das ist jetzt nix, wa? 25.000? Bruder, da bewegt sich aber auch irgendwas ganz gewaltig falsch. Wo wir die gekauft haben, hat die 15.000. Ah, jetzt ist sie aus. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir damit fahren jetzt. Vielleicht schiebt sie ja doch Füchsen. Was? Ich grüße dich. Guck mal hier, Mika. Ich grüße dich. Ah. Ja, oh mein Gott, ist das eng zu sein. Und wie läuft der Roller? Ja. Digga, eben, ne, als du so Gas gegeben hast, da hinten den Berg hoch, ne? Junge, ich geb voll Gas. Auf einmal. Ich geb nochmal. Ich geb Gas weg. Nochmal. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja. Ich glaube, das war das Schlagloch davon. Bruder, das geht nicht mehr drauf. Ich hab dir hinten auch schon was reingetan. Das, wow. Das ist essentiell für diesen Roller. Wie ist das überhaupt? Junge. Wie geht das? Keine Ahnung. Nee, muss schon drehen, glaube ich. Junge. Junge. Wow, Actionöl. Tschüss. Das schenke ich dir. Ey. Happy Birthday. Digga, tschüss, 3,50 Euro. Ja. Sogar noch, ist noch neu. Ja? Altöl? Neues Altöl? Neues Altöl, mein Bester. Ja, was kann man sonst sagen, ne? Ja, also, Sitzbank ist gefickt. Logitech-Sticker. Auch immer wichtig. Sollen wir hier da, die Armaturen so. Ist von Logitech zum Beispiel. Das ist Logitech-Armatur, weißt du? Ja, ja, und hier auch Blinker. Alter Kollege. Auspuff. Viele fahren ja so Stage 6 oder so. Ich fahr extra. Extra Gianelli. Diese Fußrasten aber, ne? Boah. Digga, ich schwöre. Diese Sozius-Rasten. Ja, das Sozius hat zwar keinen Platz hier hinten, aber dafür Fußrasten. Ohne Witz, ne? Gerade eben, ich habe mich auf Koffer gesetzt, das hat einfach gehalten, ne? Ich glaube, ja. Du kannst den, guck mal, am Koffer. Kofferschleifer wird das auch aushalten, denke ich. Ja, also Real Talk, den Roller kannst du ja wheelen, wenn du gar keine Ahnung davon hast, ne? Mhm. Also das ist halt der leichteste Roller, den du wheelen kannst, so. Auch der beliebteste zum Wheelen. Und ich sag dir ehrlich, guck mal, der Koffer, ja, der fällt nicht ab, ne? Wir machen so einen Kofferschleifer, das geht so klar, hundertprozentig. Ja, bist du dir sicher, dass nicht das, zuerst das Ding hier? Nein, aber das würde ich auch so. Was an der Hinterradbremse machen, ne? Was? Digga, das, da kann ich nicht bremsen, wenn ich da oben hänge. Willst du mal ausprobieren? Ja. Oh mein Gott, vielleicht haben wir das verstellt. Was das ist Joe.
Lol. Nein, oder? Kollege. Ist das ehrlich, Joe? Nein, wo ist der Schlüssel? Ah. Jetzt da drin. Das ist so aufgebrochen. Das müsste Joke sein, ja? Erstmal? Nein, oder? Das ist doch kacke, Digga. Wir sind so kacke. Aber dreht ein bisschen hoch, ne? Na, geht. Ja, dreht übel hoch. Ja, perfekt. Ja, okay. Ist trotzdem scheiße eingestellt. Fahr, Bruder, fahr. Ich hab mir jetzt noch einen Schock nicht gezogen, oder? Oh! Warte, du musst ja, auf Haupt. Heul nicht rum mit deinen eisenstahlen Nuttenschuhen. Geh nach hinten. Du Eisenschwein! Was? Dickste Technik. Guck mal, das rastet ein. Wow! Das ist wegen dem Logitech. Nee. Nein, ein neues Lenkkopflager brauchen wir auf jeden Fall. Nein, was sagst du? Fahr mal. Hurenhuren. Ah! Wir haben kein Werkzeug mit, ne? Junge. Nein, warte mal, das kann nicht sein. Gib mal. Safe so dick abgesoffen. Nein, oder? Wir haben. Ach, Bruder. Wir haben Schlüssel. Nein! Stoppi? Einfach nur gerutscht, die Sau. Ey, fahr mal. Fahr mal so tief, wie es geht. Bruder. Ja, ihr geht ja so easy hoch. Kannst du Wheelies beim Fahrrad? Ja. Ja, okay, dann easy. Das ist auch das Gleiche. Ja, nur das. Mit ja. So einem scheiß Roller auf jeden Fall. Fahr doch mal so tief wie du kannst. Mein Gott. Das ist der. Das war der Hauptständer. Das war wirklich der Auspuff. Junge, dreht die Kiste aus. Ich krass ausreche. Das ist so einfach, ne? Aber es ist so einfach, mit dem scheiß Booster Wheelies zu lernen. Ich hab dem gesagt, für den ersten Kofferschleifer, den er macht, gehen wir auf meinen Nacken Döner essen. Aber der muss auf Video sein, der Kofferschleifer. Du musst einfach bisschen reindrücken, bisschen reindrücken und dann hochziehen einfach. Dann bist du schon oben und dann gibst du noch ein bisschen Gas. Es ist so unfassbar einfach, geisteskrank. Ja! Dieser Koffer, ich hatte. Wie der das Bein rausgeholt hat. Ey, es macht so Spaß, ohne Witz. Kauft euch eine Booster, bevor es keine mehr gibt, Alter. Guck mal, der hat noch nie Wheelies gemacht im Roller. Und jetzt macht er schon so Wheelies. Nach 10 Minuten macht er so Wheelies. Das ist doch geisteskrank. Das ist so geil. Ja, ich schwöre. Das war mein erster langer. Diese Bremse ist so kacke, ne? Ja, oh! Ja, das war mein bester Wheelie bis jetzt. Ja, okay, ich hab's raus. Nur die Bremse ist ein bisschen abgefuckt. Ich hab's so raus. Junge. Egal, lass. Komm, wir machen es jetzt seit 15 Minuten. Es ist so einfach mit Booster. Das ist geisteskrank. Wieso geht das Licht eigentlich immer an und aus? Da ist auch nicht irgendwas nicht ganz dicht. Ja.
Mach mal Licht aus. Ich glaube, die hat... Wo kann man das hier? Guck mal, guck dir das an. Oh mein Gott, so gut. Oh mein Gott. Das ist irgendwie der Eierbissel, keine Ahnung. Ich musste gerade richtig ausgleichen. Ah, wegen diesem scheiß Saft hinten drin vielleicht. Wenn du deinen Koffer voll machst, ne? Wenn du deinen Koffer voll machst mit Wasserflaschen oder so, ja, dann geht noch einfacher. Bruder, das ist voll weit. Kofferschleifer ist wirklich Boden, ja. Da musst du so krank weit hinten sein. Das ist. Digga, das kannst du nicht. Das schaffen wir morgen. Ja!